Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Folge von TV-Spiel Big Bang. So, ich bin noch alleine, bin nur rum. Und dann gehen wir einfach mal sowas alleine mit auf. Ich würde nicht was weiter. Ja, da kommt weiter, die Freunde sind nicht. Gar nicht in diesem Rum. Oh ja, es kann sein, ich habe ein bisschen am Mikro rumgedreht am Wochenende. Keine Ahnung, da sind im Moment sowieso irgendwie so komisch der Wurm drin. Ja, ich weiß nicht was, also ich habe das im Teamspeak, einige Leute, die hören mich plötzlich voll leise, andere hören mich auf einmal voll laut, obwohl die mich alle eingepegelt haben. Es ist sehr kurios im Moment. Weil wenn ich eine Hörprobe mache, dann höre ich mich normal. Ich wollte aber gerade wirklich mal sagen, selbst so hört sich schon noch ein bisschen komisch an. Ja gut, meine Stimme ist ein bisschen rau, ein bisschen komisch, ja. Ja, okay. Daran kann ich liegen. Ich habe auch immer gesehen, was da schon mal aufgebaut ist. Sieht da richtig geil aus. Och, das ist gerade mal der Anfang. Achso, ja, das haben Marcel und ich uns irgendwie ausgedacht. Gucken, ob ich hier Buildcraft zum Laufen kriege. Dafür muss ich mir erstmal ein Tutorial angucken. Nee, den spanischen Dosch, den will ich nie vergessen. Achso, ich habe doch extra einen Weg zu dir da gebaut, zumindest in deine Richtung schon mal. Ah, habe ich. Ich habe neulich in unsere WhatsApp-Gruppe ein Bild von eingepostet. Die habe ich nicht bemerkt. War so komisch still in der Gruppe.
what the fuck? Wollen wir eine Kiste bei dir aufmachen? Guck mal, reloggen. Wer will denn jetzt ins Onkaden nicht umgestellt oder was? Mach extra das Game aus, restarte, damit die richtige Soundkarte, aber vergessen die richtige Soundkarte im Profil anzuwählen. Hab ich gut gemacht. Ich auf mich auch. So, aber ich jetzt auch tatsächlich mal den Krieg gemacht, weil die Painting-Maschinen. Viele Typen, ja, das geht ja. Kann man ja mal machen. So. Gut. Ja, Capacitor. Ich habe auch heute erstmal in Englisch gelernt, dass das Wort Capacitor. Das heißt eigentlich Katalysator. Okay. Da habe ich auch echt geguckt. Kann das nicht sein, dass das eine Doppelbedeutung hat? Könnte sein. Aber wäre für mich, finde ich, auch irgendwie logisch. Katalysatorbank oder was? Ja gut. Wenn du es so ausdrückst. Was ist? Capacitor heißt übrigens was völlig anderes. Das ist mir gerade richtig so von den Augen fallen. Als was hast du das gelernt? Als Katalysator? Ja. Bist du sicher, dass du nicht Kondensator gehört hast? Nee, das stand im Buch für Katalysator. Dann muss es eine Doppelbedeutung haben, weil Capacitor heißt nämlich Kondensator, weil ich habe doch damals meine Amateurfunklizenz gemacht. Und da liest du in den englischen, also liest du ja meistens internationale Schaltkreise und da steht fast überall Capacitor drin. Damals war's, Alter. In den guten alten Zeiten. Ja, für viel Geld eine Amateurfunklizenz gemacht und dann nur noch 2 Jahre oder so gefunkt höchstens. Sehr schön. Es ist ja auch langweilig. Internet hatte das Amateurfunken prinzipiell abgelöst. Weil setz dich mal ins Teamspeak und setz mal einen Funkspruch ab, so in die Richtung CQDX. Ja. Waren die hier auch nur. Da fragen die auch nur, ey Digga, Alter, hast du mit deinem Helm halt auf den Brems oder was? Nein, eigentlich nicht. Das ist die Realität. Du hast da was im Gesicht, ich glaube, es war Schmerz. Hab ich dich jetzt endlich aus dem Konzept gebracht? Ich alles richtig gemacht. Ach, hast du den Ofen wieder hingesetzt? Ja, warte mal ganz. Ja, ist kein Problem. Ich hab eigentlich alles von Böse Engineering hingecheatet wieder, weil. Ja, ist ja blöd gelaufen, ne? Ja, hab ich von dem hinaufgefragt. Was ich mir noch fertig machen muss, ist halt hier unten die Anlage mit dem Sprengen wieder. Okay, weil. AcryCraft, wenn du mal in den Dingens reingehst, ins NEI und gibst du mal AcryCraft ein, dann musst du dir auffallen, dass sehr viele Sachen rausgeflogen sind und jetzt so ein universelles Dingen sind. Waren vorher 2 Seiten und er hat das Ganze jetzt universell gehalten, dass du das Holz und so weiter angibst. Er hat jetzt wohl irgendwie gelernt, mit dem NBT-Tag umzugehen und so weiter. Beziehungsweise prinzipiell mit dem mit der Programmierung von Minecraft, denn eben gerade als ich noch was über Dokumentation bei GitHub gesucht habe, habe ich festgestellt, der von Progressive Automation, der Modmacher, ich bin mal gesprungen, wie sein Name war, ich weiß es nicht, ich komme gleich drauf. Jedenfalls, der hat ihm da ziemlich viel dabei geholfen, wie das alles funktioniert. GitHub, Infinity Rider, heißt der gute der AgriCraft gemacht hat. Issue, wie auch immer. Wir sind hier auch übrigens in dieser Fassung jetzt zurzeit in einer Beta-Fassung. Ich hab's mir erlaubt, hier eine Beta-Fassung draufzuziehen. Ja, hier kann es zum Beispiel auch sein, dass Crops ohne Wasser wachsen.
funktioniert aber nur zu bestimmten Voraussetzungen, die ich an dieser Stelle natürlich nicht nennen werde. Es hat mit dem Biom zu tun und so weiter. Ja, ich glaube schon, dass wir so ähnlich denken, was das dann ist. Wollen wir dein Lager hier ein bisschen verdrahten? What? Auch viele Leute nicht. Project Red hat eigene Leitungen. Okay. Also, du das Gott. Generelle Lagersystem von Project Red kenne ich. Hab schon mal gesehen. Das ganze System ist eigentlich ganz cool. War dass das so useless ist. Ja, es ist ein bisschen komisch aufgebaut, finde ich. Hier ist es eigentlich Logistic Pipes mäßig aufgebaut. Das Problem daran ist nur die Abfragemöglichkeiten, die du hast in Chips. Du kannst. Warte, ich habe hier noch einen Chip dabei. Du kannst nur filtern nach Metadata, nach NBT und nach OR Dictionary. Okay. Und nach Damage Group. Und wenn du jetzt mal bei den Bienen zum Beispiel reinguckst und nur mal Drone eingibst, dann fällt dir auf, dass sie alle die gleiche Metadata haben. Genau, und nach NBT kann man die irgendwie nicht sortieren. Jetzt habe ich gesehen, es gibt noch einen Special Mod dafür. Weiß aber noch nicht um seine Funktion, also ob er funktioniert. Der reißt das Kupfer da aus der Wand, sonst reiße ich das gleich aus der Wand. Aber ich nehme meinen Hammer dafür. Wunderbar. Ich fühle mich jetzt viel besser. Yeah, Kupfer, cool. Habe ich 6 Kupfer in der Tasche, cool. Voicemail, das sagt mir... drüben ist eine Verdreifachung. Würden wir das zweimal aufbauen, hätten wir schon eine Versechsfachung. Genau. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ist ja nicht so wie bei Ender.io. Ender.io habe ich ja eine neue Config runtergeladen und habe die Config komplett nochmal überdacht. Wir beide haben uns mal rangesetzt und haben mal die für Xnet geschrieben. Die habe ich jetzt so dem in etwa gleichgesetzt. Ohne Aufnahme. Ohne Aufnahme erzähle ich dir gerne was dazu. Wie gesagt, ohne Aufnahme erzähle ich dir das mal. Ey. Kannst du aber wirklich ohne Spaß. Warte mal, anhören und das sind die. Okay. Die Bienen kannst du aber wirklich nur am besten mit Buildcraft automatisieren. Wenn dann andersrum. Obwohl, nee, die, ja doch, die Apiarius Pipe, die ist zum Beispiel in Buildcraft Compat eingebaut. Und Compat schaltet nur Dinge frei, wenn Buildcraft erkennt, Mod XYZ ist installiert. Erst dann werden halt diverse Dinge freigeschaltet, wie eben zum Beispiel die Apiarius Pipe. Man kann auch diverse Sachen unterbinden. Also was zum Beispiel auch geht, ist bei Ender.io, das macht aber Ender.io selber. Ender.io erkennt, ob Mechanism installiert ist und schaltet dann. Genau. Und die Gaspipe, wenn du die setzt, dann kann das sein, dass die verschwindet, dann hast du Glück. Es kann aber auch sein, dass sie deine Welt zum Crashen bringt. Deswegen. Natürlich. Genauso, ich glaube, du kriegst jetzt zum Beispiel Konduit. Gucken. Redstone Switch Isolated Energy. Da, genau. Jetzt ist zum Beispiel von Applied Energistics, wo ist die ME
Conduit auf Auto gesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt Applied Energistics mit rein installieren würde, würde er die automatisch freischalten. Bestimmt. Applied Energistics, ne. Heißt OP Mod? Ja, das mag ich nicht so sehr. Ja. Das ist einfach. Weiß nicht, das nimmt irgendwie so ein bisschen den Charme aus dem Spiel. Vor allem. Es hemmt auch so ein bisschen die Spieler daran, ein bisschen nachzudenken, wie sie weiter vorgehen bei der Lagerung und so. Ich meine, du kannst hier natürlich in meinem Pack Hardcore-Dinge zusammenbauen, die ich selber noch nicht gezeigt habe. Ohne spoilern zu wollen, aber einer meiner Zuschauer hat mir schon mal unter das Video geschrieben, wie er mit einem bestimmten Mod umgegangen ist. Und da habe ich gedacht, oh, der Erste, der mal den Mod kennt und oh, der Erste, der mal mit dem Mod arbeitet. Ich sag mal so viel, das ist Router Reborn. Du kannst mit Router Reborn kannst du echt kranken Scheiß zusammenbauen. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Dass es auf Router Reborn irgendwann noch später mal hinausläuft. Da muss ich mich auch einfach reingeben. Ja, ich hab damals die ersten Router. Ja, das ist halt. Router Reborn ist halt quasi nur noch das Item- und Flüssigkeits-Routing-System von Factorization. Factorization selber wird ja nicht weiterentwickelt. Soweit mein letzter Stand ist, nicht. So, und irgendwer hat sich halt so gesagt, er hat sich berufen gefühlt dafür, wenigstens diese Item-Geschichte weiter vorzuarbeiten. So, daraus entstand dann Router Reborn. Der war ziemlich kompliziert, fand ich. Auf einer gewissen Art und Weise. Ey. Ich mach hier drei Kreuze, wenn ich endlich das Scheißfeld nicht mehr von Hand arbeiten muss. Ja, ich habe hier bei der Bienenzucht, das hast du wahrscheinlich vorhin gar nicht gesehen, habe ich im Keller noch ein Zuckerrohrfeld und noch ein Weedfeld. Das nur einzig und alleine für die Bienen da ist. Mit Agricraft oder normal? Selbstverständlich mit Agricraft. Weil ich brauche am laufenden Band Zucker. Das heißt, ich brauche auch immer Bohnenmehl hier. Werde ich mir auch gleich mal wieder welches holen. Mal wieder Knochen holen. Für Growth Medium und um aus dem Growth Medium Bakterien zu machen, braucht man ja Wheat. Also du haust dann das Growth Medium in den nächsten Scheißapparat Inokulator oder so und da kriegst du dann halt Bakterien raus. Mit Bakterien geht es dann irgendwann mal weiter. Würde ich das jetzt erzählen, würde ich mich selber spoilern. Also nicht mich selber spoilern, aber würde ich halt meinen Kanal spoilern. Bis du angefangen hast, dich damit auseinanderzusetzen, habe ich hier eine ganze Genetics-Anlage stehen. Das ist ja eigentlich auch Sinn und Zweck. Also, ne? Ja, selbstverständlich. Das ist das Ziel. Ich schicke die dann alle zu raus, ne? Ja, ist in Ordnung. Hätte ich auch gemacht. Jetzt muss ich mir den scheiß Bienen alle umdenken, weil die alle die gleiche Metadata haben und ich muss jetzt prinzipiell einen Hinweg und einen Rückweg mit Router Reborn, mit hier Project Red Transportation machen oder was anderes nutzen. Oder halt wirklich mit Buildcraft und dann sagen so, geh dahin und du gehst dahin. Und wenn du fehlst, gehst du dahin. Ja, ich habe hier mir jetzt erstmal nicht so ein Hartgas-Schwert gecraftet.
kann man mal bei Gelegenheit machen. So, jetzt zeig mir mal, wo hast du den Weg gemacht zu mir? Er geht doch mal raus vor die Tür. Geh doch mal raus vor die Tür und dann kiekst du mal. Ich hab irgendwie das Empfinden, dass die Monsterfalle sehr ineffizient ist. Ja, ich glaube, damit sie effizient ist, muss sie. Achso, da und so. Ja, okay. Moment, muss ich mal kurz das Wort rechnen. Wahrscheinlich. Klaus ist in ungefähr 2 Stunden da. Naja, gut. Ja, ich auch, aber ich habe vorhin noch ein bisschen geschlafen. Ja, sehr schön. Nee, noch relativ kurz in der Ausfahrt. Bin dann halt kurzerhand mal hier vom Rechner zusammengesackt. Genau, genau, genau. Ach ja, die scheiß Schaufel, die hat jetzt ja irgendwie noch einen Haste Modifier drauf bekommen. Ganz großes Kino. Ja, weil ich die anderen, die Helpful, oder wie die heißen, die habe ich ja deaktiviert. Also das. Nee, die. Warte mal, die Waffen habe ich unangetastet gelassen. Das sind nur die Tools. Also das einzige, was du draufkriegen kannst, was mir jetzt so spontan einfällt, wäre. Ja. Haste. Aber ansonsten habe ich alles ausgeschaltet, weil das soll. Ich bin der Meinung, das soll man sich immer noch selber überlegen können. Außerdem soll man da auch mal ein bisschen was rein investieren. Ja, das Problem war, wenn einfach Glück hat, das heißt, wenn man ja, richtig. Meistens hast du aber nicht das bekommen. Ja, das ist es. Also einerseits war es eine Ressourcensteuer, andererseits Ressourcenbeschadet. Also, ja. Ich hab den ganzen Lazuli verknallt. Wolltest du nicht Looting raufhauen? Bist du sicher? Okay. Wie immer. Bau jetzt den Weg irgendwie zu dir hin. Mal ganz kurz, wenn man eben Mikro muss ich AFK. Swimmingpool. Da ist 3. Ja, was denn? Nein.
Ich habe da nichts gemacht. Ich wusste auch nicht, wo man da was an den Damage Values ändern könnte. Dann. Weil ich beim letzten Mal mein Schwert gewonnen hatte und jetzt habe ich nicht mehr welche mit meinem Skelett. Ja, wenn so ein Skelett jetzt aber voll aufgerüstet ist mit Mechanismenzeugs. Ich habe ein Rapier. Ah, okay. Gleich wieder da. Ja, ich glaube, ich beende jetzt auch schon die Folge. Bitte lange genug, ja. Hab ich schon keinen Bock mehr auf mich. Bis dann, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch beim Trivolo vorbei. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Adios, adieu, hasta la vista, etc. Und bis bald.